Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wahrscheinlich kennen alle Anwesenden diesen Witz aus einem Krippenspiel schon, in dem Josef vor dem Wirt steht und sagt: Bitte, bitte, wir brauchen ganz dringend ein Zimmer. Meine Frau ist hochschwanger und sie kann jede Minute ihr Kind bekommen. Und der Wirt sagt etwas ungerührt: Na, dafür kann ich doch nichts. Und Josef zuckt die Schulter und sagt: Ja, ich vielleicht. Da stehen die Männer immer so ein bisschen dumm da, weil die eigentliche Hauptrolle in dieser ganzen Geschichte ja Maria zukommt. Maria ist jedes Jahr wahrscheinlich auch in jedem Krippenspiel weltweit die begehrteste Rolle, dicht gefolgt von den kleinen Engeln. Und ich glaube, es war dies Jahr das erste Mal, als ein Mädchen unbedingt den Esel spielen wollte. Ochs und Esel sind ja dann doch meistens nicht so die beliebten Rollen und die dummen Schafe dann auch nicht, aber die wurden alle glorreich besetzt. Kann man sich drauf freuen, Heiligabend, wenn man sich das mal anguckt. Maria spielt in der erweiterten Weihnachtsgeschichte eine große Rolle, die wir uns gleich mal genauer ansehen wollen. Und in der gesamten biblischen Überlieferung, da spielt sie eher eine etwas kleinere Rolle. Als Jesus 12 Jahre alt war und lieber mit den Priestern im Tempel diskutierte, als mit den Eltern wieder zurück auf das langweilige Dorf zu ziehen und zu marschieren, da flippte Maria aus vor Angst und Ärger über ihren Sohn. Er blieb alleine in Jerusalem, sie wusste nicht, wo er war, und Mütter macht es kürre, wenn sie nicht wissen, wo die Kinder sind, vor allem nachts. Ja, Mütter tun sowas. Und dann, fast 20 Jahre später, als Jesus den Zimmermannshammer beiseite legt, um ganz plötzlich als Lehrer mit einer Handvoll Männern und Schülern durch die Gegend zu ziehen, da hält sie ihn erst für verrückt. Dann freundet sie sich doch mit seinem Auftrag an und bringt mit seiner Hilfe eine etwas lahme Hochzeitsfeier wieder neu in Schwung, bei der der Wein ausgegangen war. Am Ende steht sie mit vielen anderen unter dem Kreuz und sieht ihren Sohn sterben. Nach seiner Auferstehung bleibt sie seinen Leuten dann treu und zieht um nach Jerusalem, wo sie in der ersten christlichen Gemeinde mitarbeitet. Vielleicht tröstete sie dort andere Mütter, die ihre Kinder verloren haben, oder erzählte stolz von den wunderbaren Taten ihres Sohnes, dem sie das Leben schenkte, bevor er uns allen das Leben schenkte. Aber spulen wir heute mal zurück an den Anfang, ziemlich genau 9 Monate vor dem, in dem Jesus geboren worden ist. Mal ganz nebenbei, wir wissen nicht so ganz genau, wann Jesus geboren worden ist. Ich hoffe, ich zerstöre jetzt keinen Kindheitstraum. Wir wissen es wirklich nicht. Es war mit einer Wahrscheinlichkeit von 365:1 nicht der 24. Dezember. Das hat man irgendwann im Kirchenzentrum Rom festgelegt, um zu sagen, in das tiefste Dunkel dieser Welt kommt das Licht der Welt zur Welt. Jesus, der gekommen ist, um uns in unserer Dunkelheit nicht alleine zu lassen. Der Dunkelheit, die in uns und um uns herum gerade herrscht. Gott lässt uns nicht allein, nicht einen Tag, nicht eine Minute. Er teilt unser Glück, aber auch unser Leid, unsere Angst, unsere Sorgen, unsere Verzweiflung und kommt in unsere Dunkelheit hinein. Er macht dazu keine bunten Lichterketten an Krippe oder Kreuz später, sondern er ist und bleibt selber das Licht der Welt für die Welt, damit alle, die ihm nachfolgen, selber dieses Licht des Lebens haben. Deshalb am 24. Dezember wäre Jesus vielleicht in Argentinien geboren worden, hätte man ein anderes Datum genommen, wahrscheinlich irgendwann im Juni, weil es da bei denen am dunkelsten ist. Das nur nebenbei, Kirche hat ja auch einen Lehrauftrag. Kommen wir zurück zu Maria. Maria hatte von diesem Ganzen natürlich noch gar keine Ahnung, keinen Plan, keine Idee, wie Gott jetzt ganz grundlegend in ihr Leben eingreift. Sie wohnte damals in Nazareth in Galiläa. Das ist heute ein Ort mit 80.000 Einwohnern. Damals mögen es vielleicht so 80 gewesen sein, vielleicht maximal 800. Das war auch kein besonderes Dorf gewesen, nicht besser als Woltdorf, Woltwitsche oder Wipshausen. Es wurde erst besonders durch das, was jetzt dort seinen Anfang nimmt. Man weiß nicht, ob Maria in der Schule war, wahrscheinlich nicht. Auch wie sie in der Schule war, sollte sie doch drin gewesen sein. Was sie den ganzen Tag so machte oder was sie nicht machte, wichtig war, sie ist noch jung, sie ist Jungfrau und schon verlobt mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David.
Damals, da war es wohl üblich, die Töchter früher zu verheiraten als heute, also nicht mit Mitte 30, sondern so mit Mitte 13 oder 14 oder 15, vielleicht auch 16, das war dann vielleicht schon ein Ladenhüter. Heute hätte man sie jedenfalls nicht im Kino in jeden Film hineinnehmen dürfen, aber zu dieser jungen Frau wird eines Tages der Engel Gabriel geschickt, einer der wenigen Engel, die wirklich einen Namen bekommen haben in der Bibel, weil sie so wichtig sind. Und der hat sich vielleicht auch gefragt, warum soll ich ausgerechnet dahin, in dieses Dorf, und ausgerechnet zu diesem jungen Mädchen. Aber Engel stellen bekanntlich keine Fragen, sondern machen einfach ihren Job. Also geht er zu ihr hinein, und im Film ist es immer so, dass Maria gerade in der Küche irgendwas zu tun hat oder sonst irgendwas, dass plötzlich da so ein Engel dasteht. Lukas berichtet nicht, wie und wann genau. Auf jeden Fall geht er zu ihr hinein und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrickt über die Rede und denkt, so einen Gruß kenne ich gar nicht. Und der Engel spricht zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Als er mit seiner langen Rede fertig ist, da weiß Maria erstmal gar nicht, was sie so denken oder tun soll. Soll sie jetzt plötzlich in Tränen ausbrechen? Da steht immer ein Engel bei ihr in der Stube. Da wird man schon mal ein bisschen wuschig. Sollte sie eine Ohnmacht antäuschen und sich mit der Hand so an die Stirn fassen und so leicht dahin sinken und sich gerade noch so rechtzeitig einen Stuhl schnappen und sich draufsetzen? Das weiß Maria gut, dass das klappt. Mit dem Schwindel können junge Mädchen ja manchmal ganz gut schwindeln, vor allem beim Schulsport, den Maria aber ganz sicher nicht kannte. Also fällt dir nur eine Frage ein, die nicht ganz unerheblich ist in dieser Situation. Und sie fragt, wie soll denn das zugehen, da ich doch noch von keinem Mann weiß? Heute wird man sagen, ich hatte noch keinen Sex. Wie soll das gehen, lieber Engel? Ja, ich habe da noch keine Erfahrung vorzuweisen. Maria war jung, aber nicht dumm. Sie wusste auch schon, woher die kleinen Kinder kommen, vom Storch und den Bienchen jedenfalls nicht. Wahrscheinlich hatte sie mal die kichernden älteren Mädels beglauscht, weil die auf den netten und hübschen Bäckerjungen aus der Nebengasse standen und der schon angeblich so seine Erfahrungen hatte. Also Engel, wie soll denn das jetzt praktisch gehen? Du weißt auch, dass die Menschen das später wohl kaum glauben werden. Sie glauben zwar an Horoskope, den Gesundheitskürbis, das Spaghetti-Monster und den Weihnachtsmann, ja sogar an den, aber dass der große Schöpfer dieser Welt auf kreative Weise zur Welt kommen möchte, das werden sie nicht glauben wollen. Geht es nicht ein bisschen verständlicher, ein bisschen barrierefreier, damit die das kapieren? Selbst die Religionslehrerinnen und Theologen, Pfarrerinnen und Pfarrer werden da später nicht ganz für voll nehmen und immer so um den heißen Brei herumreden und sich jedes Mal beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses so sanft auf die Zunge beißen und so weiter und so weiter. Aber bevor Maria ihre Bedenken so vorbringen kann, antwortet der Engel: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das Gott geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wärt ihr mit der Antwort zufrieden gewesen? Ich glaube, Maria war es nicht. Nicht sofort, es bleiben Fragezeichen über. Wie kommt denn jetzt genau das Göttliche in das Menschliche hinein? Oder anders gefragt, wie kommt denn jetzt die Jungfrau zum Kind? Ich würde sagen, Gott macht es so, wie er es ganz am Anfang gemacht hat, als die Erde dunkel war. Er sagt, es werde Licht und es ward Licht, übersetzte Luther. Es werde Licht, sagt er, und es wird hell. Und ich denke, es ist genauso auch hier, wenn der Engel im Namen Gottes Gottes Wort ausspricht, in dem Moment und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten
Oder wird dieses Wunder in dir wirken? Das geschieht genau jetzt, in diesem Moment. Maria muss also nicht die kommenden Nächte wach auf ihrem Bettchen liegen und denken, was passiert denn jetzt mit mir? Wann kommt denn jetzt einer? Was läuft denn jetzt hier überhaupt? Sondern ich glaube, es geschieht jetzt, in diesem Moment, wo der Engel ihr das ausrichtet. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Es geschieht jetzt, weil Gottes Wort genau das schafft, was es sagt. Es werde Licht und es wird hell. Du wirst schwanger werden und sie ist schwanger. Okay, wie gesagt, so ganz zufrieden dürfte Maria auch mit dieser Erklärung vielleicht nicht gewesen sein. Sie schluckt und überlegt sich ihren nächsten Satz jetzt ganz genau. Kann ich diesen Job ablehnen? Denkt sie, fragt sie aber nicht. Kann sie den Engel vielleicht mit einer Tasse Tee bestechen und ihn bitten, er möchte vielleicht doch bitte die liebliche Lea von nebenan fragen. Oder vielleicht noch besser die traumschöne Tabea. Oder von mir aus auch die säuselnde Sarah, aber doch nicht mich, die mutlose Maria. Wobei sich Maria hier schlicht falsch einschätzt, ist sie doch das mutigste Mädchen, das ich kenne. Wie sagte doch der Engel, du Begnadete. Gott schenkt mir Gnade, er steht zu mir, er hilft mir, er nimmt mich an, wie ich bin, obwohl ich noch lange nicht so bin, wie ich sein soll. Sein soll ich sein. Sein soll ich sein, obwohl ich mir das nicht ausgesucht habe, obwohl ich mich nie beworben habe bei Galiläa sucht die Gottesmutter, obwohl ich mit dem Muttersein gerne noch ein wenig gewartet hätte, obwohl ich keine Ahnung habe, was meine Eltern, meine Freunde, meine Nachbarn und vor allem Josef dazu sagen werden. Naja, an den habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ja, was wird er denn denken? Was alle denken und wie alle sich das Maul zerreißen werden, von wegen Mauerblümchen Maria, konnte wohl nicht warten, die Kleinen, die muss es aber nötig haben. Oder wie sie ihre Freundinnen erst anzicken und sich dann später den hübschen Bäckerjungen aus der Nebengasse mal so richtig vorknüpfen. Tausendmal gebetet, tausendmal ist nichts passiert, aber jetzt hat es Zoom gemacht und Gott schickt endlich den lange erwarteten Messias. Und das ausrechnet zu mir, denkt Maria. Gott kommt zu mir in mich rein, ganz Gott, ganz Mensch, ganzer Herr, Retter, Erlöser, Heiland, Hirte, Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, Freudeschenker, Heimatgeber, Glücklichmacher, Schuldvergeber, Friedensbringer, Worteinhalter und Liebespender. Sie platzt vor Glück, Freude und Aufregung. Und deshalb sagt sie diesen einen Satz, für den wir ihr heute alle dankbar sein dürfen. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Dienerin, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verlässt sie. Maria, die Frau, die in jedem Krippenspiel die Hauptrolle spielt, spielt in der großen biblischen Überlieferung eher eine Nebenrolle. Das, was sie auszeichnet, ist ihre Demut und ihr Gehorsam. Wenn sie gewusst hätte, wie viel Verehrung und Anbetung ihr dafür später von einem Teil der Christenheit zuteil geworden wäre, wäre ihr das vielleicht sogar ein bisschen peinlich gewesen. Denn es geht hier nicht um sie selber, sondern um den, dem sie das Leben schenkt, damit er uns allen das Leben schenkt. Was ich an ihr bewundere, ist nicht, dass sie wie die Jungfrau zum Kind kommt, sondern dass sie einwilligt in Gottes Plan mit ihrem Leben. Gott ist kein Ding unmöglich, er kann das machen, das steht für mich gar nicht in Frage. Ich bewundere, dass sie alles zurückstellt, um ihm zu dienen, dass sie alle Zweifel und Fragen beiseite schiebt, um ihm zu vertrauen, dass sie nicht an sich denkt, sondern an ihn, den Herrn, den Messias, den Erlöser und Heiland. Sie bereitet ihm den Weg unter Einsatz ihres Lebens. Und was machen wir in diesen Tagen? Wir sind hier, um uns auf den wichtigsten Kindergeburtstag der Welt vorzubereiten und ihn dann in ein paar Tagen wieder mitzufeiern mit der ganzen Welt. Wir sind hier, weil wir Gott neu vertrauen wollen in allen Sorgen und Ängsten, die wir gerade so mitschleppen. Wir sind hier, weil das Licht der Welt in unsere Dunkelheit hineinleuchtet. Wir sind hier, weil aus dem Kind in der Krippe der Mann wurde, der am Kreuz unseren Dreck und unseren Mist, unsere Schuld und unser Versagen aus der Welt geschafft hat, ein für alle Mal. Wir sind hier, weil wir nicht allein durch unser Leben gehen wollen, sondern mit dem, der manchen Engel auch in unser Leben hineinschickt, in unser Dorf, in unsere Straße, auch in unser Haus, der uns Mut macht, tröstet,
und aufrichtet und sagt: Sei gegrüßt, du Begnadete, du Begnadeter, der Herr ist mit dir.